Andreas Scholl, gleich in der Harald Schmidt Show. In meiner frisch gewaschenen rechten Hand, meine Damen und Herren, die morgen erscheinende CD meines heutigen Gastes, Wanderer. Herzlich willkommen, Countertenor Andreas Scholl. Ist es wirklich 12 Jahre her, dass Sie das letzte Mal hier waren? Ist eine Weile her, ja. Und da haben Sie mit Helmut was gesungen? Genau, oder? Ja, wir haben einen Wayfaring Stranger, einen amerikanischen Folksong haben wir damals gemacht, genau. Ja. Das heißt, waren Sie da noch in der Ausbildung oder war das nein, schon? Nein, da war ich schon fast 10 Jahre mit dabei, ja. Ach, tatsächlich? Ja. Also stimmt das, dass Sie ursprünglich zu GSG 9 wollten? Also das wäre, also als Teenager wäre das ein Traum gewesen, aber die hätten mich nie genommen. Ich bin ja sehbehindert im Sinne, dass ich mal ganz stark geschielt habe. Ich habe kein dreidimensionales Sehvermögen und das hätte nicht hingehauen. Sie haben geschielt, wie haben Sie das weggekriegt? Ich bin operiert worden. Ach so, und das funktioniert dann zuverlässig? Ja. Haben Sie mal Kontaktlinsen getragen? Auch für Opernproduktionen, ja, muss man mal Kontaktlinsen ab und jetzt zu immer noch, aber es ist schon lästig, oder? Ja, und jetzt irgendwie durch die Alterskurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit, ja. Weiß ich, was es ist, habe ich eigentlich für jede Distanz ein passendes Auge. Ja, es ist fürchterlich. Und dann brauche ich keine langen Linsen mehr zu tragen. Ja, das geht mir genauso. Man hat eigentlich für jede Handbewegung eine eigene Brille, ja. Oder man sagt natürlich, Butler Markus, bring mal die Schnabeltasse, ja. Sagen Sie mal ganz kurz noch den Zuschauern, die das nicht so wissen, was ist ein Countertenor? Countertenor ist ein Mann, der so hoch singen kann wie eine Frau im Altregister. Also nicht Sopran, nicht so ganz, ganz hoch, aber schon. Das klingt für viele Leute erstmal überraschend, weil es ungewohnt ist. Ja. Aber es ist eine hohe Männerstimmlage, liegt über dem Tenor. Ja. Und das machen Sie mit Technik? Ja, ich habe das im Knabenchor angefangen zu singen und habe eigentlich immer in dieser Stimmlage, also auch die Knabenstimme dann weiter gepflegt und über ein Stimmbuch hinweg gerettet und das, seitdem singe ich im Alter. Denn man hat es ja früher sozusagen, hat man die Jungs kastriert, um diese das Stimme zu erhalten. Das war ja im Barockzeitalter, also 17. Jahrhundert ging das los, war das Mode, Knaben zu kastrieren, um die hohe Stimme zu bewahren und die sind dann im Männeralter aufgetreten in Opernhäusern und haben dann Oper gesungen. Ja. Sie sind bei einer weltberühmten Veranstaltung aufgetreten, The Night of the Proms in London. Night of the Proms, ja. Das ist im Grunde so, kann man fast sagen, so eine Art Volksfest oder was? Die Proms ist ja eine ganze Serie. Da geht ja die ganze Sommersaison über Konzerte, jeden Tag in der Royal Albert Hall Konzerte, teilweise 3 Konzerte an einem Tag. Und dann gibt es die sogenannte Last Night of the Proms. Da versammeln sich alle mit Flaggen und mit englischen Flaggen und in der Royal Albert Hall. Und war eine fantastische Leute. Stimmung. Es wird hier auch im Fernsehen übertragen. Dann singen die Land of Hope and Glory und Rule Britannia. Und alle singen, grölen mit. Und das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Also richtig sehr britisch, würde ich sagen. War das für Sie auch ein besonderer Moment, dass Sie da aufgetreten sind? Die haben immer einen Gesangsgast und einen Instrumentalgast. Also es gilt in der Klassikszene schon als eine Ehre, wenn man da eingeladen wird. Und ich war damals der erste Countertenor und auch der erste Deutsche, der dort gesungen hat. Und das war sehr aufregend. Ja. Jetzt ist ja klar, wenn sich jemand so viel mit Musik beschäftigt, mit klassischer Musik, Sie haben ein ganz starkes Faible für Popmusik. Ja, als Teenager habe ich schon Popmusik gemacht. Das fing an mit Commodore 64, so im Steinzeit-Computeralter schon mit Synthesizern Popmusik gemacht und habe das über die Jahre hinweg immer weiter gepflegt, aber eigentlich eher als Hobby. Und auch selber komponiert, ja? Nee, ich schreibe meine eigenen Songs, arrangiere die, habe ein Tonstudio zu Hause, spiele die Sachen ein am Keyboard, in den Computer. Meine Frau spielt dann noch ein bisschen Klavier dazu. Die wird sie auch gleich hier begleiten? Dann singe ich dazu, mal mit dem Bariton, mal mit der Countertenorstimme, dann mische ich das ab und das war's. Dann spiele ich es Freunden vor, also wird noch nichts veröffentlicht. Und wer schreibt die Texte? Texte ist immer ein Schwachpunkt. Das ist, ich habe dann manchmal Songs fertig und denke mir, jetzt fehlt mir nur noch ein guter Text. Und
Ja, oft kritzel ich dann ganz schnell was hin. Das ist dann eher peinlich, sogenannte Demo-Texte. Das kann man dann im späteren Song nicht nehmen. Manchmal sammle ich auch unterwegs irgendwie so Eindrücke und denke mir, jetzt habe ich gerade eine gute Idee, schreibe was auf, ein schönes Bild, irgendeine Assoziation zu irgendetwas, das gerade geschehen ist. Und dann versucht man da was draus zu basteln. Wir können mal in eine Komposition von Ihnen reinhören. Sie müssen allerdings, das ist die Begleitung, Sie müssen die Melodie dazu improvisieren. Vielleicht fällt uns ein Text ein oder einer der Zuschauerinnen und Zuschauer hat eine Idee für einen Text. Vielleicht hören wir rein in diese Komposition. Wäre die Melodie. Oh, noch mal. Ja, da, 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 da. Wir saßen auf dem gelben Sofa. Lass mich dein Priester sein. Ja. Aber vielleicht, dass man so freier macht oder wie? Oder? Niemand liebt dich wie so ich. Niemand liebt dich so wie ich. Oder ein bisschen abstrakt am Abgrund. Oder am Abgrund, ja. Das ist am Abgrund der Ewigkeit. Du bist depressiv. Ja, oder so, ja, aber am Abgrund, bei so einer positiven... Nein, eher nicht. Also eher dachte ich so an diese Lebensphase der Männer, so zwischen 30 und 40. Also da bin ich jetzt schon rausgewachsen. Wo man eigentlich so mit 30 weiß man ja schon so ungefähr, was gut und schlecht für einen ist. Ja, wussten Sie das? Also ich wusste mit 30 nicht unbedingt weniger als jetzt. Nur die Applikation des Wissens kam dann 10 Jahre später. Also man hat schon eine Ahnung, das sollte man jetzt besser sein lassen oder das sollte man tun, aber es dauert dann doch 10 Jahre, bis man... Aber ist es nicht so, dass sich exakt das Gleiche mit 40 anders darstellt? Dass man irgendwie sagt, oh, nette Frau und hinterher... Ich denke, das ist wirklich so. Es gibt so eine Phase, glaube ich, bei Männern, wo man so gewisse Einblicke ins Leben heute hat. Heute bist du nur die Hölle. Ja, aber das ist dann zu alt genug zu wissen, was man tut. Alt genug zu wissen, was man tut. Noch zu jung, die Konsequenzen zu tragen. Noch zu jung, um nur zu zahlen. Ja, genau. Ja, aber ich weiß nicht, so ein Text ist vielleicht nicht oder positiv genug. Wie unser Lateinlehrer genug mal gesagt hat, sagt 10 Minuten Rittmeister, 30 Jahre Zahlmeister. Was heißt das auf Lateinisch? Das hat er auf Deutsch gesagt. 10 Minuten Rittmeister, 30 Jahre Zahlmeister. Ja. Oberstufe Latein. Ja. Ist auch wahrscheinlich das Einzige, was wir aus dem Lateinunterricht noch. Aber ehrlich gesagt, ist das auch um so viel wichtiger als ein Ablativus Absolutus oder sowas, oder? Oder eine ACI. Genau. OST mustissend. Genau, ja. Stumm, schweigsam und bescheiden ist Ihre Frau bereits an den Flügel gekommen. Genau. Aber das ist nur jetzt künstlerisch. Zu Hause ist das. Sie leben ja in einer sehr, sehr schönen Ecke im Rheingau. Genau, im Rheingau, bei Wiesbaden, Weingegend, wunderschön, Kietrich im Rheingau, kleines Weindorf und mit sehr viel Geschichte. Eine fantastische Weinecke. Ja, gibt's hervorragenden Riesling und den trinken wir auch gerne. Und sehr schönes Dorf, im Moment gerade geht's der Ernte zu. Mal gespannt, wie der 2012er Jahrgang wird. Und ansonsten kann man da sehr schön in Straußwirtschaften gehen, Mountainbiken, wandern. Und wenn man da noch lebt und dort zu Hause ist, ist sehr schön.